Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der beste Lärmschutz für die Anwohnerinnen und Anwohner des Flughafens Tegels ist die Fertigstellung von BER. Und das würde mit einer deutlichen Entlastung verbunden sein für Hunderttausende von Menschen im Berliner Norden. Nun wissen wir alle, dass zwar, so war jedenfalls die Diskussion in den Ausschüssen, das Terminband, das jetzt vorgelegt worden ist, glaube ich, über alle Fraktionen durchaus als plausibel erschienen ist. Nichtsdestotrotz bleibt ein Restrisiko. Und Restrisiko heißt Restrisiko, weil man ein Risiko nicht gänzlich ausschließen kann. Und insofern, Kollege Federici, hilft auch alle Diskussion über Postflüge etc. nicht, sondern es geht um ein rechtliches Thema, das wir haben. Nämlich die Frage, was eine Unsicherheit ausmacht, läuft die Frist 2017, im Juni 2017 aus oder läuft die Frist 2019 aus? Das ist unklar. Hier besteht ein rechtliches Risiko. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sind uns sicherlich auch alle darüber einig, dass es keinen Sinn machen würde für einen Flughafen, der nach dem Jahre 2017 vielleicht ein halbes Jahr länger oder auch ein Jahr länger in Betrieb ist, 2 oder 2,5 Milliarden als Schallschutzmaßnahmen auszugeben. Das, glaube ich, würde niemand irgendwie auf die Idee kommen, dass das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist und zielführend ist. Nichtsdestotrotz spricht der Antrag der Piraten ein real existierendes Problem und ein Risiko an, das wir haben, und deshalb sollten wir diesen Antrag nehmen, um in den Ausschüssen, zum Anlass nehmen, um in den Ausschüssen intensiv mit dem Senat darüber zu diskutieren. Erstens, wie er dieses Risiko einschätzt, juristisch, und wie er gedenkt, diesem Risiko zu begegnen und dieses Risiko einzuschränken. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es darin bestehen kann, umfassende Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen. Aber das ist zum Beispiel auch eine Diskussion mit dem Bundesgesetzgeber etc. etc. All diese Fragen, finde ich, muss man mal erörtern, und zwar nicht erst Mitte 2017, sondern im Vorfeld. Danke für die Aufmerksamkeit.